Hallo und herzlich willkommen zu MaikoTown. Ja, das ist heute unsere Aufgabe, den Förster und die Baumschule fertig bekommen, beziehungsweise zwei davon sogar. Und ja, schaut mal, unsere Tomaten sind mittlerweile auch am Rennen. Das funktioniert doch schon mal sehr gut. Ich würde sagen, dass die nächste Farm bauen wir hier links. Nochmal einen Gardener. Und der pflanzt dann Gurken an. Ich liebe Gurken. Sehr lecker. So, einfach vollgeknallt, wie gesagt. Später kann man immer noch die Straße ziehen. Da kümmern wir uns dann drum. So. Bäckerei. Machst du nix? So. Was ist denn mit diesen Gebäuden? Eigentlich auch mal fertig werden, oder? Naja. Du hast schon wieder keine Arbeit. Okay, dann ist jetzt hier deine Arbeit. Du hast gleich auch nichts mehr. Der wird gleich ein Warnsymbol bekommen, dass er nichts mehr hat. Wobei hier oben ist noch, aber der Baumstumpf und dann hier oben ist noch ein Baumkrupp. Ich das so. Ich mal so. Kann er den noch fällen. Dann müsste er gleich durch sein. Da kommt. Fleißig, fleißig. Dachten unsere Chart. Jawohl. Geht hoch, geht runter. Ist das? Jawohl. Und jetzt ist er fertig. Jetzt kommt auch das Ausrufezeichen. So, dann setzen wir dich mal da unten hin. Da kannst du auch ein paar Bäume abfällen. Abreißen, schon sagen. Okay, hier Straße, wo er hier steht. Ich sehe es ja noch an den Feldern, wo ich platzieren muss. Alles gut. So, der muss dann irgendwann auch weg. Stört uns jetzt aber nicht. So, und wir hätten gerne mehr Leute, oder? Wollen wir mehr Leute haben? Ich denke schon. Schon mal planen. Wir wohnen in einem Haus. Ich jetzt gerade gar nicht. Die sind aber sehr unglücklich, weil die nichts geliefert bekommen. Wir brauchen dann schon einen Produce Shop. Damit der verteilen kann, was die Leute zu essen bekommen. Da hier Farmen sind und so weiter, lohnt sich das alles hier unten nicht. Muss da irgendwo eigentlich hier oben hin. Das heißt, wir müssten noch einmal hingehen. In der Straße her machen wir. Ne, hier führen wir in der vertikalen direkt weiter, ne? Heißt hier, wie lang ist denn komm? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. So. Ja, dann. Hier. So, so langsam klappt's. So. 2, 3, 4, 5. Entschuldigung, Wildschweine, euer Habitat. Nicht zerstört. Wir müssen nur umziehen. So. Weil sich der Mensch mal wieder breit macht. Ich weiß, ist frech, aber. Ja. Wenn ich hier quer und wild baue, ne? Sind. Tut mir leid, Wildschweine, ne? Die Zuschauer sind schuld. So. Also. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. Dann hier. Oh, ach, herrlich. Herrlich ist das. So, wo ist jetzt dieser Duze Shop. Wir bauen eine Duze Shop und der könnte sich doch, könnte der so. So ist der gut platziert, oder? Den bauen wir auch hier. Dann hätten wir hier einen Haufen Holzfäller. Bauen mal sehr viele. So, weil einfach nur das ganze Niedermähen ist nicht. Ich will das Holz haben, tatsächlich. Dafür machen hier auch noch zwei Sägemühlen auf. Oh. Okay. Hier rennen noch ein paar Wildschweine rum. Die wechseln jetzt ihr Habitat und dann ist alles gut. So, was ist mit dir? Arborist. Oh, compatible building für Innovation Range. Was? Ach, ich muss die Felder ja setzen. Ah, das ging nicht automatisch. Stimmt, okay. Ein Fehler. So, dann machen wir das doch. Diesen Baum hier.
Hier die Fläche für diesen. Sehr schön, dann können die loslegen. Bald alles gebaut ist, aber ihr seht, es dauert jetzt ein bisschen, ne? Weil viele Arbeiter sind jetzt überall in den Gebäuden beschäftigt. Und wir schauen mal. Deswegen geht auch das Holz und die Bretter, die gehen stark nach oben. Aber wir haben zu wenig Leute. Es stockt jetzt ein bisschen. Aber kein Problem. So, hier kommen sie schon. Sind fleißig. So, Lumberjack. Abreißen. Hier drei Arbeiter mehr. Auch. Euch kann man auch nicht mehr gebrauchen. Wie viel Holz habt ihr noch? 12. Können einfach mal hier Claim machen. So, Feuerholz habe ich völlig vergessen. Aber ob wir das jetzt brauchen, ich will hier Storage haben. Aber ja, müssen wir erst da durch. Wie plant Tweez? Das ist eine Aufgabe, da sind wir ja dran. Housing, Produce Shop, der ist gleich produziert, der Produce Shop. Das ist auch nicht. So. Ist da was? Fokussiert euch mal auf diesen bitte. Das hat er gemacht. Supplies Shop will er auch haben mit Feuerholz. Dazu müsste man erstmal Feuerholz haben. So, da wir hier später diese Anlage hier haben, könnte man gucken. Wir haben ja hier jetzt überall Freiplatz, ne? Wie ihr wisst. So, und solche Gebäude möchten die Wohngebäude nicht in der Nähe haben. Es wird es sich aber anbieten, hier was hier hinzustellen. Gucken wir mal, wenn ich den in der Mitte stelle. Drei Arbeiter, drei Chopping Blocks. Sieht cool aus. Und jetzt passt hier aber kein großer Speicher mehr hin, ne? Also würde ich wieder, Moment, abreißen. Wir machen es anders. Oder machen es vielleicht sogar so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist nicht schön, aber selten. Wenn man so schön sagt. Okay, hier könnte man dann noch was hinstellen, was man möchte. Und hier oben käme dann ein großes Lagerhaus hin für Holz. Weil hier Holz... Und der fängt jetzt an, jawohl. So, und hier müssen wir alles vollsetzen. Wie war denn das mit der Ratio? Weiß ich gar nicht mehr. Zwei Lumber und ein Forester. Ne, das passt. Einmal drei. Drei und einer. So war das, genau. So, drei und einer. Und hier voll besetzt. Jawohl. Checken. So müsste die Produktionskette sehr gut funktionieren, sobald das hier mal irgendwann angelaufen ist. Hier wird dann Feuerholz hergestellt. Da geht jetzt natürlich das Holz stark runter. Müssen wir aufpassen. So, brauchen wir sonst noch was für den Anfang? Eigentlich nicht. Ein Scholar brauchen wir, genau. Sonst bekommen wir keine Forschungspunkte. Kann man doch tatsächlich hier einen hinstellen. Und nicht so viele. Hier den brauchen wir auch nicht mehr. Schaut mal. Plätze gespart. Wieder mehr Arbeiter. Hier, der hat auch nichts mehr zu tun. Ja, ist hier auch Fehler am Platz. So, die haben wir auch wieder, die Leute. Stonecutter. Okay, müssten wir mal einplatzieren. Dürfen wir auch nicht vergessen. Okay. So. Schön. Binden. Zack. Okay, angebunden. Scholar, Scholar. Würde ich mal drei hinsetzen, natürlich. Wo noch? Wo lohnt sich das noch? Hier oben im Moment. Weil die bald auch alle abgerissen sind. Halt die Frage, ne? Ist das so dunkel, wenn ich das hier drüber halt? Weiß kein Mensch, ne? Ich würde das jetzt einfach mal hier hinsetzen. So, und hier auch drei Leute. Ist zwar im Moment nicht viel los hier, aber wird noch. Kann man auch abreißen, sollte man auch. Dann, oh ja, ja, hier oben geht's ab. So, setzen hier mal 1, 2, 3, 4, 5 Leute ein. Die müssen sehr weit nach unten laufen, Zeug holen. Verteilen das dann hier. Später müssen sie aber auch hier, hier, hier verteilen. Und später gibt es solche tollen Export-Import-Stationen. Dann können wir von hier ganz unten schnell Sachen nach oben liefern und dann können die die Häuser beliefern. Laufen dann zwar hoch und eigentlich wieder runter, aber egal. Muss einen zentralen Ort geben, der das alles verteilt. Von daher alles gut. So, Sägemühle, Holzfäller. Hast du keine? Du hast Bäume, aber... Ja, ist kein Speicher mehr da. Okay, ja, dann... dann geht auch nichts mehr weiter. So, hier muss auch abgerissen werden. Schauen wir mal. Supplies Shop, der... gebraucht. Hier.
So, ich wollte dich da jetzt nicht. Wollte ich zuerst das Holz haben, aber. Supplies Shop. Muss gebaut werden. So. Hin. Supplies Shop. Setzen wir auch mal 6 Leute oder sowas ein. Müsste passen. Und dann können wir irgendwas Neues erforschen, was wir möchten. Wie, Claim, Claim können wir drücken. Claim, Claim. Sehr schön. So, das nächste ist auch bald fertig. Was machen wir? Mining, Pottery. Pottery habe ich mir erstmal gespart, auch beim letzten Spielen, wo ich allein gespielt habe. Das dauert eine Zeit lang. Ich würde tatsächlich sagen, hier Straßen, weil dann alles viel schneller geht. Beziehungsweise, komm, lass hier Storage. Wo sind denn meine Forschungspunkte? Die sehe ich nicht, weil die Kamera drüber hängt. 22. So. Und Straßen kann ich mir auch leisten. Das bedeutet, wie viel Stein habe ich? 20 Steinplatten. Ist nicht viel. Sonst hätte ich hier schon mal den hier gemacht. Das beschleunigt nämlich die Siedlung extremst. Ne, ihr seht hier, kann man hier noch zu lesen, 30% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, das sind nochmal 20% mehr als ja, der Treckpfad. Das ist schon einiges. So. Damit das auch schön geschmeidig bleibt, verdauert Nachschub bekommen. Setzen wir hier noch einen und natürlich wieder einen Steinmetz. So. Wieder an mit einer Straße. Okay. Ja, auch einer. So, und wenn wir das noch schneller haben wollen, machen wir 2 davon. Okay. Denn wir wollen hier nicht trödeln. Wir wollen hier richtig Gas geben. Da hinten können wir das auch noch machen, aber das spare ich mir jetzt, sonst wären es zu viel. Leute, könnte ich ein paar mehr gebrauchen. Also nochmal 3 Gebäude mehr für den Anfang. Und jetzt muss ich mit der Nahrung aber drauf achten. Im Moment geht hier alles nach oben, ne? Nicht, dass das irgendwann nach unten geht und man bekommt es nicht mit. So. Hier geht aber alles hoch. Sehr schön. Hier den Pfad vollenden. Hier kann ich schon restlichen Felder bauen, auch wenn die alle verwittern, weil es nicht rechtzeitig geerntet wird. Ist erstmal egal. Und ihr seht schon, wir haben das jetzt erforscht, ne? Jetzt hätte ich gerne, das sind aber die kleinen Gebäude, es gibt noch größere. Kleinen habe ich nicht so gern, weil ja, ich halt relativ wenig drin speichern. Wobei es jetzt hier aufgrund unserer neuen Bauweise mit den Hexagonplatten und einem Abstand hier, beziehungsweise 2 Abstand zwischen Hexagon, den Vorteil hat, ein großes Gebäude und 2 kleine, ne? Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau, 3 kleine Gebäude. Bedeutet, das hier wäre durchaus legitim, wie man sieht. So, hier sind Gurken. Hier sind, guck mal, Karotten. So, machen wir doch hier 2-mal Karotten einfach. Hier 2-mal Gurke. Karotte und hier unten kommt noch einmal Karotte hin. So. Schon haben wir coolen Speicher. Und später einen großen dazu. Effizienz, komm, das können wir uns sparen, wenn da. Ne? Auch Effizienz 30%. So, lassen wir das so. Kommen jetzt aber stetig Forschungspunkte, das ist schön. Und hier ist nochmal zum Sammeln. Hier sollen wir tatsächlich alle 3 Gebäude einmal bauen. Okay, von mir aus würde ich sagen, hier Stein. Aber Steinplatten, nicht den Stein selbst. Und einmal Bahn für ja, Zeppelins und Wasser. Anders eine Granary, genau. So, die Bahn, da sind unsere Zeppelins. Heißt, hier könnte man. Ja, das war falsch, ich wollte es hier bauen. So. Ja, Baumzeppelins, Maple. Dann bauen wir noch, oder? Komm. So, hier ist ein bisschen blöd, ne? Hier konnten wir den Pfad nicht bauen, können wir später, aber hier muss die das ist ein Lagerhaus hin, wie auch immer. So, ein Baumtyp, diesen Baumtyp. Okay. Wasser brauchen wir ja im Moment noch nirgends. Ihr seht, das geht jetzt alles so langsam los. Förster und allem drum dran. Sehr cool. Füchse.
Büchselis. Ja. Ah, könnte ich mich dran satt sehen. Auch alleine schon das Sehen, das ist so cool gemacht. Schaut mal. Ah ja, schon cool. Aussehen, alles. Ist schön gemacht. So, Lumberjack, du brauchst einen neuen Arbeitsbereich. Können wir ein bisschen hochsetzen. Ja, hab noch einiges an Holz, was er verbraten müsste. Ich bin mal gespannt, wie er das auf Dauer hinbekommt. Auf jeden Fall brauchen wir eine neue Technologie, ne? Hier ist alles fertig, so wie es ausschaut. Da haben wir noch irgendwas nicht gebaut. Au! Oh, Friedhof. Okay, einen Friedhof können wir noch planen. Den baue ich gerne relativ weit weg. Vielleicht. Straße. So, dann müsste der hier hinten hin. Ja, auch schon mal planen ein, oder? Dann machen wir das erstmal so. Wir können von mir aus 3 Leute arbeiten. Kann man hier reservieren. Ziehen wir hier wieder unsere Straße. So. Okay. Können die Leute dann ihre Verbliebenen suchen, wenn sie möchten. Und ansonsten neue Technologie. So, Mining sollen wir schon anfangen mit Minen. Bin mir unsicher, ob wir das tun sollten. Auf jeden Fall Import-Export-Station würde ich jetzt erstmal lassen. Large Storage. Weiß ich nicht, ob wir die jetzt brauchen. Komm, lasst uns doch. Komm, Large Storage. Haben wir noch an Forschungspunkten 45. Könnten mit den Farmen anfangen. Batterie, das kann noch. Ja. Geht zuerst mal um Nahrung, ne? Backen. Das hier ist halt schon eine sehr große Produktionskette. Gleich warum. Holzkohle brauchen wir da und so weiter. Das wird hier freigeschaltet mit der Brauerei. Charcoal Kind, Charcoal Burner. Ne, das macht er auch. Okay. Würde auch gehen. So, Monument. Das werden wir noch lange nicht machen. So, Eisen und Kohle. Wird für die Schmelze gebraucht, für Eisen und so weiter. Ja, gute Frage, ne? Auf jeden Fall brauchen wir für die Minen das hier. Ich denke, die Wege werden immer länger, also fangen wir mit dem Minern an. So, Schmelze. Ne. Schmelze oder? Ne, hier, Minern. Das hätte ich dann gerne. 60, da müssen wir ein bisschen hinarbeiten. Okay, Large Barn. Ich würde erstmal sagen, hier Holz. So, auf jeden Fall. Was können wir noch gut einlagern? Stein eigentlich. Stone Slabs, die kommen von hier unten oder von rechts. Das ist je nachdem, wo man später die ganzen Minen baut. Hier ist, glaube ich, können wir mehr Minen bauen. Würde ich doch sagen, kommt hier eine hin. Haben wir das hier mit implementiert? Schwierig, ne? Ich mach's trotzdem mal hier hin. So, hier kommen dann die... Wobei, hier hat er keine... Ihr seht den Bereich, wo er selbst ein bisschen mitarbeiten würde. Komm, wir bauen das einfach hier in die Nähe. So, hier kommt Stone Slabs rein. Direkt nach dem Minern wird das Ganze verarbeitet. Im besten Falle und ja. Als Zwischenspeicher können wir zwei kleine hier bauen. Dann sehen wir auch besser, ob sich da was anstaut und nicht schnell genug verarbeitet wird. Wäre vielleicht eine Idee. Dann hätte ich gerne gewusst, wie viel Stein haben wir denn? Wir haben 83. Okay, los. Dann geht's jetzt los mit den Steinstraßen. Das Ganze schneller funktioniert. So, machen wir hier erstmal. So. Okay. Wird das Ganze schneller floriert. Gibt uns einen immensen Geschwindigkeitsboost. So, jetzt haben sie auch einiges zum Bauen. Rechts würde ich auch schon mal ein bisschen. Hier ist noch nichts los. Hier sind aber die ganzen Bauarbeiter immer noch. So, und bis zu den Farmen natürlich auch. Oh. Manche Abkürzungen. Sollten wir die auch ausgebaut haben. Und ach komm, wir machen direkt alles mit Steinstraßen. Sei nicht so geizig. So. Relativ viel Arbeit, aber so ist das.
muss gemacht werden. Wir profitieren ja auch davon. Ist ja nett. Eine Arbeit, die umsonst ist. Reißen. Oben brauche ich noch keine. Wobei, komm. Wenn man es überall plant, kann man es hier auch machen. Okay. So, ist hier irgendwo noch was? Ja, hier sind noch Straßen, die nicht berücksichtigt wurden. So. Jetzt aber fast alle hier noch. Ein Stück hier. Okay. Hier. Hier. Und das müsste es ja dann gewesen sein. Hier das kleine Stück, das lasse ich so. Ist so wichtig. So. Okay. Das sieht doch gut aus. Und Mitarbeiter sage ich immer. Arbeiter müssen wir ja genug haben. Geht locker klar. Ein, zwei Gebäude könnte man noch bauen. Wir müssen hier halt Nahrung im Auge behalten. Sechsen. Produzieren 11, konsumieren 23. Das glaube ich nicht ganz, weil jetzt ist Winter. Geht das mit dem Produziere so und so viel pro Minute runter. Nichtsdestotrotz sollten wir darauf achten, dass wir doch mehr produzieren. Und nochmal so, Kohle und Eisenminen sollen wir bauen. Und Large Warehouse, Large Granary, Large Barn. Large Warehouse. Wo ist die Large Granary hin? Warehouse, Large Warehouse. Wo habe ich die gebaut? War ein bisschen verwirrt. Weil ich nichts mehr sehe wie den Straßen. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen übernommen. Guck mal, weil ein Straßenteil kostet 2 Stone Slabs. Das ist schon massiv. Wird jetzt eine Weile dauern. Wir müssen vielleicht einen Mason mehr haben hier unten. Mal, ja. Komm, dann lasst uns hingehen. Hier bauen wir noch einen. Hier, wie sieht's hier aus? Der kommt auch nicht hinterher. Okay. Hier habe ich mal nie die Produktionskette angeguckt zwischen ja, Steinmetz und. Ist aber egal. Kriegen wir schon noch irgendwie raus. Das habe ich von diesen drei Gebäuden nicht gebaut. Ich glaube, Large Barn, ne? Und die Large Granary habe ich auch noch nicht. Large Granary, ne, habe ich nicht. So, würde ich diese zwei abreißen? Tatsächlich. Na komm. Oh, hier lagern wir dann ein. Tomaten. Die Large Barn. Ist doch da unten gestellt. Hier gewählt. Holz. Hier die Forester sind. Achso, und hier. Ah, okay. Hier die Baumsaplings. So, da muss ich jetzt was wählen eigentlich. Vom Maple. Dann nehmen wir halt Maple. Straßen noch fertiggestellt. Läuft alles gut. Dann ist das auch gleich erledigt. Dann hätten die gerne eine Kohle und eine Eisenmine. Beziehungsweise hier steht nur, dass ich die Mineralien ernten soll. Das hat noch nichts mit der Mine zu tun. Also kann ich hier auch wieder eigentlich den Stonecutter nehmen. Ist hier was irgendwo in der Nähe? Alles weit weg, ne? Wohl hier. Hier ist Kohle. Zweimal Kohle und einmal Eisen. Machen wir das auch. Du. Zack. Arbeitsbereich setzen wir auch. Und dann setzen wir hier auch provisorische Straßen. Muss nicht teuer sein. Weiter. Und hier ist deine Straße. So. Dreckpfad. Okay, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich denke, bis hierhin lassen wir das so. Ich lasse jetzt eine Zeit lang laufen, bis das alles gebaut ist. Und dann gucken wir, wie wir weiter verfahren. Ich danke fürs Zuschauen. Einen schönen Tag wünsche ich. Und natürlich Like, Subscribe, Comment. Ne? Hilft mir ungemein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.